Im Jahre 1908 wurde in Berlin eine Stiftung gegründet, die sich zum Ziel setzte, die biologischen Grundlagen der individuellen und sozialen Moral zu erforschen. 4 Jahre später wurde beschlossen, auf der Insel Teneriffa eine Forschungsstation zu errichten, um dort Menschenaffen psychologisch und hirnphysiologisch zu untersuchen. Im Bild die Station Orotava im Zustand 85 Jahre später. Als Leiter dieser Station wurde der damals 26-jährige Psychologe Wolfgang Köhler eingesetzt, der mit seiner Familie zu Weihnachten 1913 nach Teneriffa auswanderte. Bereits ein Jahr später hatte er über 200 Experimente durchgeführt, bevor wegen des Kriegsbeginns die Versorgung zusammenbrach. In der Forschungsstation wurden den dortigen Menschenaffen, darunter dem Schimpansen Sultan, zahlreiche Aufgaben gestellt. Sehen Sie hier das erste Filmdokument. Meistens sollte eine schwer zu erreichende Banane mit Hilfe von verschiedenen Gegenständen herangeholt werden, teils allein, teils als Gruppe. Eine besonders schwierige Aufgabe beschrieb Köhler so: Geprüft wird Sultan. Ihm stehen als Stäbe 2 hohle, aber feste Schilfrohre zur Verfügung. Das eine hat so viel kleineren Querschnitt als das andere, dass es sich in dessen beide Öffnungen leicht einschieben lässt. Jenseits des Gitters liegt das Ziel, so weit entfernt, dass das Tier mit den einzelnen Rohren nicht ankommen kann. Der Versuch hat über eine Stunde gedauert und wird vorläufig abgebrochen. Bericht des Wärters. Sultan hockt zuerst gleichgültig auf der Kiste. Dann erhebt er sich, nimmt die beiden Rohre auf und spielt mit den Rohren achtlos herum. Dabei kommt es zufällig dazu, er steckt das dünnere ein wenig in die Öffnung des dickeren, springt auch schon auf ans Gitter und beginnt eine Banane mit dem Doppelstock heranzuziehen. Das bezieht sich auf einen Zeitraum von knapp 5 Minuten.